Ich zeige euch jetzt meine Lieblings-Halloween-Outfits fürs Disneyland Paris. Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video meiner Disney Fashion-Reihe. Ja, es ist schon etwas länger her, dass mein letztes Video hochgeladen wurde. Ich verlinke euch es gerne auch bei dem i. Ja, heute zum Thema Halloween-Outfits. Und ich freue mich sehr über diese Folge, weil ich Halloween-Outfits liebe. Ich liebe Halloween. Ich liebe die Farben. Ich liebe die Deko in Paris, obwohl wir ja leider gerade nicht hin können. Egal, heute ist ja auch der Start der Halloween-Season. Ich habe das so getimt, dass ich das Video hochlade, wenn die Halloween-Season in Disneyland Paris beginnt. Für Moment leider nur die Franzosen. Mal sehen, wann die Reisewarnung aufgehoben wird. Ja, ich zeige euch jetzt meine Lieblings-Halloween-Outfits, die ich zu Hause habe. Es sind ein paar zusammengekommen und die zeige ich euch jetzt. Standardmäßig ist, da ist ja der Herbst ist normalerweise, wenn Halloween ist, schon etwas kühler. Zeige ich euch nur ein paar Schuhe, was ich kombiniert habe, und zwar ein paar Stiefel. Ein paar schwarze Stiefel. Ich habe natürlich mehr schwarze Stiefel, aber da sie noch alle versteckt sind, weil es noch zurzeit noch warm draußen ist, habe ich euch jetzt nur symbolisch ein paar gezeigt, die ich eigentlich zu jedem Outfit kombiniert habe, weil sie zu jedem Outfit gepasst haben. Und ja, da es im Herbst halt noch schon etwas kühler ist, ziehe ich dann auch schon Stiefel an. Genau, die habe ich dann, wie gesagt, zu jedem Outfit kombiniert. Die zeige ich euch dann auch nicht jedes Mal. Ansonsten entschuldigt bitte mein bisschen Andan-Look. Ich weiß nicht, ich habe heute Mittwoch morgen aufgestanden. Gestern Abend habe ich gesagt, okay, wäschst du dir die Haare morgen früh? Dann war ich schon geschminkt komplett und dann dachte ich, oh, du wolltest dir eigentlich noch die Haare waschen. Deswegen sind sie jetzt hier hinten geschlossen und ich mag das eigentlich nicht, wenn ich einen Dutt habe und Ohren trage, weil dann irgendwie so alles hinten ist. Man sieht, dass ich keine Haare, also man denkt, ich habe so wenig Haare oder so, aber die sind alle hier versteckt. Ja, also entschuldigt bitte meinen etwas anderen Look, aber mein Baby-Yoda-Outfit steht. Übrigens Staffel 2, 30. Oktober. Egal, kommen wir zu meinem ersten Halloween-Outfit, und zwar ist es ein Jack-Skeleton-Outfit. Ich habe euch auch zu jedem Outfit, oder ich habe jedes Outfit für euch angezogen, das seht ihr dann im Try-On. Also, ich kombiniere ein Jack-Skeleton-Kleid, und zwar das hier. Das habe ich mir letztes Jahr bei EMP gekauft. Ich habe drei verschiedene Kleider in diesem Schnitt. Das ist halt so ein Kragen, den kann man aber auch als Kapuze tragen. Das ist einfach ein schwarzes Kleid und unten ist hier nochmal Jack Skeleton drauf. Wie gesagt, das habe ich nochmal in zwei anderen, mit zwei anderen Charakteren, und das finde ich eigentlich ganz cool. Da ich keine Jack Skeleton Ohren habe, ich habe nur Sally Ohren, aber die kombiniere ich gleich zu einem anderen Outfit. Kombiniere ich einfach schwarze Ohren von Ears Ever After. Ich könnte mir jetzt Jack Skeleton Ohren nähen, da ich einen sehr schönen Stoff bekommen habe. Das werde ich vielleicht tun, falls ich das Outfit noch dieses Jahr im Disneyland anziehen werde. Wenn nicht, dann vielleicht nächstes Jahr. Ansonsten, ja, kombiniere ich einfach schwarze Ohren und jetzt muss ich hier einfach einen schlichten schwarzen Blazer, den ich auch in vielen anderen Outfits jetzt kombiniere, weil viele Kleider kurzärmlich sind. Und wie gesagt, im Herbst ist ja schon etwas kühler. Deswegen einfach ein ganz normaler schwarzer Blazer, ist jetzt nichts Besonderes. Der hier ist jetzt von Rina Skimento. Da liebe ich die Blazer, aber auch, weil ich sie für die Arbeit sehr gerne mag. Und dazu natürlich auch eine Tasche. Einfach symbolisch eine schwarze Umhängetasche. Ich trage ja auch immer einen Rucksack. Plus dann Bauchtasche oder Umhängetasche. Und da ich nicht so viele Halloween-Taschen habe oder eigentlich nur eine und auch nichts mit Jack Skeleton oder so, weil ich bin jetzt nicht der größte Jack Skeleton-Fan, aber zu Halloween oder so kann man das schon machen. Deswegen einfach symbolisch eine schwarze Umhängetasche. Genau, das war auch schon Outfit Nummer 1. Ich hätte jetzt auch eigentlich die passende Maske zu dem Outfit, weil ich euch gerne auch die Masken dazu zeigen will. Aber das fällt jetzt weg, weil ich gerade meine Jack Skeleton-Maske nicht finden konnte. Ich glaube, ich muss mir eine neue nähen. Egal, machen wir weiter mit einem Kürbis-Outfit. Machen wir weiter mit einem Kürbis-Outfit.
Dann, da habe ich hier ein schönes Kleid. Das habe ich auch in einem meiner letzten Hauls gezeigt. Und zwar bei Unique Vintage bestellt in den USA. Ist gar kein Problem, dazu bestellen. Das ist hier dieses wunderschöne Mickey-Kürbiskleid. Das hat auch kurze Ärmel, deswegen wieder der Blazer von eben, den ich euch gezeigt habe. Darunter werde ich auch wahrscheinlich einen Top anziehen, weil es ist zwar Größe L, aber irgendwie spannt das immer noch ein bisschen an der Brust, warum auch immer. Deswegen werde ich wahrscheinlich einen Top drunter anziehen und das hier aufgeknöpft lassen. Dazu wieder die schwarzen Stiefel, schwarze Strumpfhosen und die schönen Öhrchen. Genau, die habe ich letztes Jahr bei Shop Disney bestellt. Und dazu zeige ich euch jetzt noch eine passende Maske. Welche passt denn ganz gut dazu? Ich würde sagen, nehmen wir hier die Maske. Ich habe so viele und ich habe gerade überlegt, welche Outfits ich noch habe. Genau, ich würde sagen, wir kombinieren die Maske hier dazu. Übrigens, wenn ihr Interesse habt an irgendwelchen Stoffmasken, die ich selber nähe, unten ist meine E-Mail-Adresse in der Infobox. Schreibt mir gerne eine E-Mail, dann kann ich euch die Stoffe zuschicken, die ich habe. Und genau, meine Masken sind übrigens, die kann man wenden, also von beiden Seiten tragen. Hier auf der anderen Seite ist jetzt einfach ein schwarzer Stoff, aber ich finde, ein ganz normaler schwarzer Stoff ist auch mal ganz schön. Ja, also, wenn ihr Interesse habt, gerne unten einfach eine E-Mail schreiben. Ich kann auch aus jedem Stoff ein paar Ohren nähen. Genau, also diese Maske würde ich dann zu dem Outfit hier kombinieren. Das finde ich ganz hübsch mit den Mickey-Kürbissen. Weiter geht's mit zwei Phantom-Männer-Outfits. Daniel wird sich jetzt freuen. Genau, ich habe zwei Phantom-Männer-Outfits für euch, obwohl man das eine auch noch zu Halloween umswitchen könnte. Aber das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch erstmal das schöne T-Shirt. Das habe ich ja bei Triton Treasure gekauft. Welcome, Foolish Mortals steht da drauf in einem schönen lila Ton. Dazu natürlich wieder der Blazer oder Jäckchen, irgendwas drüber, weil T-Shirt ist ein bisschen kalt meistens. Dazu kann man entweder eine schwarze Hose kombinieren, wie ich es im Try-On gemacht habe, oder auch einen schönen schwarzen Rock wie den hier von Shein. Den habe ich mal bei, ich glaube, für 7 € bei Shein bestellt. Ein super Rock, den man zu Spirit Jerseys auch kombinieren kann. Das zeige ich euch auch noch gleich. Der obligatorische Spirit Jersey muss natürlich auch drin dabei sein. Genau, also das wäre mein erstes Phantom Männer Outfit mit meinen selbstgenähten Phantom Männer Ohren. Die habe ich selbst genäht, weil ich den Phantom Männer Stoff habe. Und passend dazu die Phantom Männer Maske. Sieht das nicht schön aus? Also ich sag euch, die Kombi ist der Wahnsinn. Genau, also das war mein erstes Phantom Männer Outfit. Mein zweites Phantom Männer Outfit ist einfach nur, damit man jetzt auch mal sehen kann, dass man nicht unbedingt, oh, jetzt fällt hier schon das andere Ohr drunter, dass man nicht unbedingt Disney-Kleidung braucht für Halloween. Das habe ich mir nämlich mal letztes Jahr gekauft, das Kleid. Das ist einfach ein lilafarbenes Kleid, aber ähnelt schon sehr der Phantom Männer Farbe. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft für die Phantom Männer Wiedereröffnung nach dem Umbau. Habe ich mir das gekauft und das sah wirklich sehr, sehr schick aus mit den Ohren auch und der Maske. Da sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Natürlich darüber wieder ein Jäckchen, schwarze Strümpfe und die Stiefel. Aber ich habe ja eben erwähnt, das Outfit hier könnte man jetzt nochmal umswitchen sozusagen zu mit hier den Ohren. Die habe ich mir jetzt kürzlich bei Shop Disney bestellt. Die leuchten auch. Da steht jetzt zwar drauf, also auf der Internetseite steht drauf, dass die für Kinder sind, aber die sind eigentlich für Erwachsene. Da war auch an dem Etikett stand auch Erwachsene drauf. War ein bisschen verwirrend. Und da der Hut auch lila ist, finde ich, passt das Kleid auch sehr gut dazu. Könnte man dann beide Ohren mitnehmen und dann tauschen und noch eine passende Maske. Da habe ich nämlich auch eine. Wo haben wir sie denn? Genau, da. Und zwar hier die Maske. Da ist nämlich Mickey und Minnie auf einem Besen. Okay, Mickey eigentlich nicht. Mickey wird hinterhergezogen. Aber Minnie fliegt auf einem Besen. Deswegen passt die Kombi ganz gut, weil Hexenhut, Hexenmaske und dann das lila Kleid dazu. Finde ich eine sehr, sehr schöne Kombi. Also wie gesagt, man muss nicht immer nur Disney-Sachen haben. Man kann auch einfach nur ein paar Ohren haben. Eine schöne Maske oder Accessoires und dann, ja, ist man trotzdem für Halloween ausgestattet. Ja, mit was machen wir denn weiter? Machen wir weiter mit einem T-Shirt von Tritons Treasure. Das habe ich mir nämlich auch noch bestellt. Und zwar dieses,
Was steht denn nochmal drauf? Trick or Treat on Main Street. Das sind wieder, das sind die Geister drauf und das Schloss und ja. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes T-Shirt. Würde ich wieder entweder mit Hose, mit einer schwarzen Hose kombinieren oder wieder dem Rock von eben. Ihr könnt auch jetzt zum Beispiel einen lila Rock anziehen. Das sieht ja auch schön aus mit den lila Ohren zum Beispiel. Das sieht ja auch gut aus. Hier könnt ihr aber auch orangefarbene Ohren anziehen. Also die Grenzen sind da endlos, finde ich, bei dem T-Shirt. Ich kombiniere aber die Years Ever After Ohren, weil hier auch die kleinen Gespenster sind. Deswegen finde ich, passt das perfekt zu dem T-Shirt. Also ich muss sagen, echt eine perfekte Kombi. Und als Maske, was ziehen wir denn hier als Maske an? Was habe ich denn hier noch in meinem Schoß liegen? So viel Halloween habe ich gar nicht mehr. Doch, 3 Stück. Dann vielleicht hier die. Mit Mickey als Vampir. Die finde ich passt eigentlich auch ganz gut dazu, wenn man die so zusammenträgt. Ja. Kann man mal machen. So, genau. Das war das nächste Outfit, was ich habe. Ich habe jetzt hier nur meine obligatorische schwarze Hose. Die brauche ich jetzt aber auch nicht zeigen, weil schwarze Hosen hat man ja genug. Also, oder mindestens eine. Genau, den Blazer kann ich auch weglegen. Dann, wie viele Outfits habe ich denn noch? Ich habe schon ganz vergessen, meine Tasche zu zeigen zu dem Kürbis-Outfit. Oh, zum Kleid natürlich. Zu dem Unique Vintage Kleid und auch eben zu den Geistern. Oh, ich habe vergessen, meine einzige Halloween-Tasche habe ich euch vergessen zu zeigen. Mein neuer Kürbis-Rucksack. Der ist so toll. Ich hab den von letztem Jahr nicht bekommen. Und da war ich jetzt ganz froh, ihn dieses Jahr bei Shop Disney Eckart zu haben. Den habe ich ganz vergessen. Der liegt hier unterm Stuhl. Habe ich ihn ganz übersehen, weil ich euch ja am Anfang die schwarze Tasche gezeigt habe. So. Also den würde ich jetzt so kombinieren zu dem Unique Vintage Kleid mit den Kürbissen und auch eben mit dem Geistern, mit den Geisterohren würde ich den hier auch dazu anziehen. Oh, ist ja schön. Zu den Phantom-Männer-Sachen und so eher eine schwarze Tasche. Oder ihr habt eine Phantom-Männer-Tasche. Die habe ich jetzt auch nicht. Oder eine lilane Tasche. Wäre auch schön. Machen wir weiter mit einem Sally-Bound. Ja, Sally Nightmare Before Christmas gehört auch, finde ich, auch zur Halloween-Season. Da habe ich mir auch letztes Jahr ein Sally-Bound-Kleid gekauft. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Und genau, das sieht dann aus wie Sally. Auch ganz hübsch. Genau, kann man ganz, ganz gut anziehen. Dazu, entschuldigt bitte, da war was im Hals. Ich habe kein Corona. Dazu die Sally-Ohren, die habe ich, hat mir der Florian letztes Jahr, ich weiß nicht, irgendwann aus dem New York Shop Disney, nee, Disney Store mitgebracht. Genau, das sind die coolen Sally-Ohren, die super dazu passen. Deswegen, ich hatte auch letztes Jahr die Ohren an mit dem Jack-Skeleton-Kleid. Das geht natürlich auch. Aber hier im Video wollte ich jedes Teil sozusagen, außer die Hosen und die Röcke, wollte ich jetzt nicht alles irgendwas doppelt benutzen. Ja, also Sally-Bound mit den passenden Ohren. Und dazu habe ich jetzt hier mir mal eine andere Jacke rausgesucht, weil die hier so einen Leder an den Ärmeln hat und das so ein bisschen rockiger ist, kann man natürlich auch zu den anderen Outfits kombinieren. Ja, einfach eine schwarze Jacke, weil das T-Shirt auch kurz ist. Mein obligatorischen Spirit Jersey zeige ich euch am Ende, weil das wirklich einer meiner Lieblings-Spirit Jerseys ist. Machen wir weiter mit Coco, ja. Coco ist ja auch ein großes Thema in Disneyland, im Frontierland, weil da die Coco-Deko aufgestellt wird. Und da finde ich auch, wenn man sich da passend so anzieht, ganz hübsch. Ich habe mir vor 2 Jahren schon, den gab es aber letztes Jahr auch schon, diesen Coco-Pulli gekauft im Disneyland Paris. Finde ich ganz hübsch und ja, ist nichts Besonderes drauf. Ist halt schwarz und vorne dieses Coco-Motiv. Dann dazu die wunderschönen Coco-Ohren. Die habe ich mir letztes Jahr aus Florida gegönnt. Die gibt es aber mittlerweile auch bei AliExpress. Habe ich sie mittlerweile auch gesehen. Ja, wunderschöne Ohren. Und dazu habe ich natürlich eine passende Coco-Maske gebastelt, genäht. Genau, das wäre die passende Coco-Maske. Natürlich perfekt zum Outfit.
Das kann man jetzt wieder mit schwarzer Hose, mit schwarzem Rock kombinieren, wie ihr das mögt. Kommt aber auch auf die Temperaturen an, finde ich. Also Rock, meistens trage ich eine Strumpfhose. Im Winter kann es auch schon mal vorkommen, dass ich zwei Strumpfhosen trage. Aber wenn es zu kalt ist, dann steige ich doch lieber auf Hose um. Also noch ein bisschen wärmer ist. Ja, zum Coco-Outfit könnte man jetzt auch wieder den Mickey-Rucksack anziehen oder die schwarze Tasche, wie man will. Ich habe jetzt auch nichts mit Coco als Tasche. Also wenn man zu jedem Thema eine Tasche hätte, dann wäre meine ganze Wohnung wahrscheinlich zu klein. Und mein Geldbeutel auch leer. Ja, noch ein weiteres Outfit, bevor wir zu meinem Spirit-Jersey kommen. Und zwar ist es jetzt auch eher so ein bisschen, naja, ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt ein Halloween-T-Shirt, was ich mir letztes Jahr im Disneyland gekauft habe. Da steht Happy Halloween drauf und hinten auf der Rückseite sind ganz viele Mickey-Kürbisse und normale Kürbisse. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Maske. Maske. Ich gucke gerade runter und sehe eine Maske und dann sage ich Maske. Ein sehr, sehr schönes T-Shirt, wie ich finde, aber halt ein T-Shirt, deswegen wieder Blazer drüber oder Jackett. Obwohl, wir wären ja eigentlich im Disneyland gewesen und die Halloween-Deko ist auch schon jetzt länger draußen. Da hätte man das jetzt auch jetzt bei den warmen Temperaturen einfach so anziehen können. Sähe auch super aus. Dazu kombiniere ich dieses wunderschöne Ohren hier, die habe ich bei ES Ever After gekauft und die leuchten sogar im Dunkeln. Ja, sieht man jetzt kaum, aber die kann man einschalten und dann ja, sind da ist so eine Lichterkette drin. Ja, die kombiniere ich dazu und diese wunderschöne Maske. Die ist so schön, die Maske. Die ist so schön. Ja. Die kombiniere ich zu dem Outfit mit dem T-Shirt und die Maske werde ich auch dann wahrscheinlich zum Spirit Jersey kombinieren. Ich hätte noch hier die Maske gehabt. Oh, da ist ja Mini als Hexe. Dann passt das auch gut zu dem Hexenhut. Seht ihr das? Ja, das passt auch sehr gut. Ja, also vorletztes Outfit, Happy Halloween T-Shirt und die wunderschönen ES Ever After Ohren. Ja, kommen wir schon zu meinem letzten Outfit und ich muss sagen, zu meinem Lieblingsoutfit. Ich liebe ja Spirit Jersey, das wisst ihr ja, das ist auch nichts, das, wer da Einspruch erheben will, es hat hoffnungslos verloren, weil Spirit Jerseys liebe ich ja. Ich habe auch jetzt noch, ich habe jetzt auch noch zwei andere für Halloween bekommen. Noch ein Phantom Manor Spirit Jersey und ein Hokus Pokus Spirit Jersey. Die zeige ich euch aber nicht, weil ich ja in meinem anderen Fashion-Video gesagt habe, dass ich nur ein Spirit-Jersey zeige pro Video, weil ich könnte auch ein ganzes Video nur mit Spirit-Jersey-Outfits vollpacken. Apropos, wenn euch das interessiert, kann ich das auch gerne machen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr euch ein komplettes Spirit-Jersey-Anzieh-Outfit-Video wünschen würdet. Das wäre aber ein sehr langes Video, weil ich habe sehr viele Spirit-Jerseys. So um die 50. Mehr. Ich glaube mittlerweile schon mehr, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viele Spirit Jerseys. Also falls ihr ein Video machen, also haben wollt, was fast eine Stunde geht, wo ich Spirit Jerseys anziehe und euch das zeige, dann gerne unten kommentieren. Ja, kommen wir zu meinem absoluten, einer meiner Lieblings-Spirit Jerseys. Und es tut mir im Herzen weh, dass ich den nur zu Halloween anziehen kann, weil es so schön ist. Seht ihr das? Der glitzert. Der glitzert! Oh. Und der ist übrigens aus Walt Disney World. Also den hat uns damals jemand mitgebracht. Ja. Ein wunderschöner Spirit Jersey. Ich liebe ihn wirklich abgöttisch. Kann man mit Hose tragen. Im Try-On habe ich ihn jetzt mit Rock getragen. Finde ich auch ganz schön. Kann man variieren, wie man möchte. Und dazu gab es eigentlich... Jetzt klingelt es hier. Einen Moment. Sorry. Na toll, das ist mir auch noch nie passiert in einem Video, dass es geklingelt hat. Das war der Amazon-Postbote. Ja, ich wollte euch ja noch meinen Lieblings-Spirit-Jersey zeigen und jetzt wollte ich gerade zu den Ohren kommen. Und zwar gab es wirklich die passenden Ohren zum Jersey in Florida. Da habe ich es aber nicht bekommen. Und dann gab es diese Ohren dieses Jahr bei AliExpress und dann musste ich sie bestellen, weil das sind die perfekten Ohren zu diesem Jersey. Ihr seht, das passt perfekt. Und ich bin sehr, sehr froh, die passenden Ohren zum Jersey jetzt zu haben. Maske würde ich ja, wie gesagt, wieder Heidi dazu kombinieren, weil es einfach so schön ist.
Ich liebe diese Kombi. Ich würde am liebsten darin schlafen. Das ist wirklich mein liebstes Halloween-Outfit. Und dann noch dieser Rucksack dazu. Oh, Disneyland, Reisewarnung, Deutschland. Bitte hebt sie auf. Ich muss ins Disneyland noch während der Halloween-Season. Oh Mann, ich liebe es. Ja, aber auf jeden Fall ist das wirklich mein liebstes Halloween-Outfit. Also dieser Jersey, der ist einfach der Wahnsinn. Ich bin einfach schockverliebt. Ja, das waren auch meine ganzen Outfits, die ich euch zeigen wollte für Halloween. Wie gesagt, ich habe noch ein weiteres T-Shirt für Halloween, was es bei Shop Disney gab. Und auch noch zwei Spirit-Jerseys mit Haunted Mansion und Hocus Pocus. Aber die habe ich jetzt einfach weggelassen. Ja, ich hoffe, erstmal kommentiert, welches Outfit euch am besten gefallen hat von den ganzen Outfits, die ich euch gerade gezeigt habe. Dann ja, hoffe ich, euch hat das Video mal wieder gefallen hier von meiner Disney-Fashion-Reihe. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Aber zu Weihnachten kommt definitiv noch ein Video zur Disney-Fashion-Reihe und dann gucken wir mal, weil ja, ob ich wieder ins Disneyland komme oder nicht, weil darauf kommt es immer an, ob ich dann genug Material habe für meinen Kanal. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr mal sofort eine Nachricht bekommt, wenn mein neues Video online ist. Und abonniert meinen Kanal, habe ich schon gesagt. Jetzt war ich so fokussiert darauf, das zu sagen. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Also, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!